Ich weiß nicht genau, unter welchem Video das war, aber ich habe die Bitte bekommen, doch mal etwas über den Transport von Uhren auf Reisen zu machen. Und genau darum geht es in diesem Video. Wenn es dich interessiert, bleib dran. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Uhren auf Reisen transportieren ist immer eine Fragestellung. Wie macht man es? Was ist am besten? Was ist kosteneffizient? Wie werden die Uhren nicht beschädigt? Wie gehen sie nicht verloren? Wie sind sie schnell zugriffsbereit? Alles das sind Fragen, die immer wieder aufkommen. Ich zeige euch meine Varianten und am Ende zeige ich euch zwei Varianten, die für mich sehr gut funktionieren, nichts kosten und an die ihr vielleicht noch nicht gedacht habt. Insofern ist es tatsächlich wert, bis zum Ende dabei zu bleiben. So, das ist mein Test-Setup und ich fange, bevor ich mit dem eigentlichen Reise-Etui-Review beginne, mit einer anderen Sache an, und zwar mit Leder. Das ist ein total billiges Leder, was man sich erwerben kann, um Gürtel selber zu machen. Ich habe mir davon mal einen Meter gekauft und ich zeige euch jetzt, wofür ich das brauche. Ich schneide da freischnauze einfach mal ein Stück ab. So, das brauche ich nicht. Dann schneide ich die Ecken ab. Ich werde euch nachher sagen, warum ich das mache. Es muss man nicht zwingend machen, aber es hat einen großen Vorteil bei dem, was ich euch zeigen möchte. Einfach ein kleines bisschen hier. So. Wofür mache ich das? Ja, das ist eine wirklich gute Frage. Zeige ich euch gleich. Brauchen tun wir es auf jeden Fall. Die Uhren, die ich für mein Beispiel hier habe, ist die Sinn 903. Dann habe ich hier eine Laco aus der Sportuhrenserie mit dem Skorpion auf der Rückseite, eine Sinn U1 und die Wempe Iron Walker. Warum habe ich diese Modelle gewählt? Ich habe sie aus unterschiedlichen Gründen gewählt. Mit dem Lederband hat die Uhr eine gewisse Stabilität. Das heißt, wenn ich sie irgendwo aufspanne, ist sie in sich schon ein kleines bisschen stabilisiert. Mit dem Canvasband ist die Uhr sehr weich und wabbelig. Das heißt, da muss man auch etwas berücksichtigen. Eine Uhr mit Stahlband, wo die Uhr aber auf dem Stahlband relativ flach aufliegt, sowie die Iron Walker mit einem Stahlband, was ganz anders gemacht ist, wo zwischen Uhr und Band immer eine Lücke bleibt. So, das ist also mein Setup. Das Ledermäppchen-Läppchen hier, wofür brauche ich das? Wenn ich Uhren mit Stahlband transportiere, die ist jetzt voll tegmentiert, da ist das vielleicht nicht ganz so kritisch, lege ich aber immer ein Stückchen Leder dazwischen, damit Band und Gehäuse nicht so sehr verkratzen. Das ist also der Grund, weswegen ich mir dieses Stückchen Leder aus dem Gürtel gekauft habe. Funktioniert sehr gut, gibt es in unterschiedlichen Breiten, unterschiedlichen Dicken, kostet echt nicht die Welt. Müsst ihr mal gucken bei eBay oder Amazon. Echt ganz simpel. So, machen wir die Schnipsel mal weg, die stören ja hier nur. Fangen wir mit dem einfachsten Reiseetui an. Ihr kennt das alle, das hier ist von LA, so liefert LA die Uhren aus. Und dann die eine Schicht, wo man die Uhr aufspannen kann. Der Vorteil bei dieser Variante ist, dass man wirklich jegliche Art von Uhren aufspannen kann. Auch die, bei denen das Metallband sich nicht ganz flach drücken lässt, passt auch hier, haben wir das Stück vom Stahlband drin von LA, passt sehr gut rein, lässt sich schließen, sicher, dicht. Gut geschützt, Hartschalen, kann man also überhaupt nicht meckern, ist eine gute Geschichte und kann man mit jeder Uhr machen.
Insofern ist das für eine Uhr, denke ich, immer eine ganz praktikable, gute Lösung. Gibt es für einen Fünfer auf eBay, beziehungsweise wird bei vielen Uhrenherstellern auch als Giveaway mit verschenkt. Wenn ich nur eine Uhr habe und die muss mal schnell irgendwo hin zum Uhrmacher oder sonst was, nehme ich wahnsinnig gerne diese Mappe hier. Ihr könnt es sehen, die ist von Mais Berlin. Es gab vom Uhrforum mal eine Uhr, die war, beziehungsweise ein Uhrenarmband 2017, das war dann limitiert auf 50 Stück. Und dieses Uhrenarmband wurde in dieser wahnsinnig tollen Tasche geliefert. Alles wunderschönes Leder, innen mit Filz ausgefüttert. Echt klasse gemacht. Auch hier habe ich ein anderes Stück Leder drin, wie ihr sehen könnt. Ich habe also da unterschiedliche Varianten. Bei dieser Tragevariante ist der Nachteil, dass diese Art von Stahlband nicht reinpasst, weil sie ständig unter Druck stehen würde. Das heißt, für diese Art von Bändern ist diese Transportvariante nicht geeignet. Alles andere geht hervorragend rein. Sogar die große U1 passt rein, schiebt man rein, Druckknopf zu, Feierabend, gut verpackt für die Manteltasche. Natürlich nicht besonders stoßgesichert, aber da passt dann wirklich alles rein und es verkratzt nicht. Auch nur für eine Uhr geeignet. Wenn man mehrere Uhren hat, bietet sich so etwas an. Das hier ist jetzt, glaube ich, ein Kunstleder, gibt es auch in Echtleder, liegt irgendwas um die 10 bis 15 Euro. Ihr seht auch hier, das ist alles jetzt nicht so mega ultra hochwertig, aber mir geht es ja darum, dass ich die Uhren gut transportieren kann. Das soll hier kein Schmuckstück oder kein Schaustück werden. Wenn ich jetzt die Uhren habe, dann kommt das Band bei mir immer unter diesen Halter hier. Die Uhr kommt hier rein. Ich drehe sie jetzt so rum, dass ihr die Uhr erkennen könnt. Üblicherweise mache ich es sogar so, dass ich das Uhrenglas auf dieses extra nochmal abgepolsterte Feld lege und dann das hier drunter friemel. Ist ein bisschen friemelig, insbesondere auch vor der Kamera, aber es funktioniert. Dann gibt es noch den Schutz zwischen den einzelnen Uhren und das Ganze dann noch mal auf der anderen Seite. Und ihr könnt sehen, wenn ich es zusammenklappe, sind die Uhren Köpfe versetzt, sodass das gesamte Paket auch nicht so hoch aufträgt. Das Ganze ist nochmal, könnt ihr es sehen hier, gepolstert, also schön weich, insgesamt aber ein sehr stabiler Aufbau. Da sind die Uhren wirklich gut drin aufgehoben, zwei Stück. Ihr könnt es an meiner Hand sehen, auch nicht so wahnsinnig groß. Eine der von mir am häufigsten genutzten Varianten für den Uhrentransport. Was ich auch relativ häufig nutze, das ist dieses Mäppchen von Sinn. Kostet, wenn ich es richtig im Kopf habe, bei Sinn um die 65 Euro, also definitiv kein Schnäppchen. Ich weiß auch gar nicht, ob sie es noch im Katalog haben. Ich habe es schon eine ganze Weile. Das Schöne hierbei ist, die Uhren sind gut voneinander getrennt. Es gibt hier ein kleines Fach für ein Bandwechselwerkzeug. Es gibt ein separates Fach für separate Bänder. Und die Uhren werden hier wie gehabt reingehängt und lassen sich dann hier auch mit dieser Lasche fixieren, dass sie sicher verstaut bleiben. Der Nachteil in Anführungsstrichen bei dieser Variante ist, dass die Uhren versetzt eingelegt werden. Ich habe es jetzt verkehrt gemacht, aber ihr wisst, wie es geht. Versetzt eingelegt werden, sodass, wenn ich das Mäppchen zumache und hochkant mache, immer eine Uhr
tendenziell rausrutscht. Nicht dramatisch, aber das ist der einzige Punkt bei dieser Mappe, wo ich sage, okay, die Mappe ist weich, die ist nicht besonders schlagstabil, lässt sich dafür sehr angenehm verstauen, anders als bei dieser Mappe, wo ein gewisser Druck drauf ist und die Uhren nicht verrutschen können, können sie hier drin etwas verrutschen und sich bewegen, allerdings nicht komplett rausrutschen, da sie durch diese Lasche gesichert sind. Alles, was ich euch zeige, nutze ich tatsächlich auch in der Realität. Manche etwas mehr, manche etwas weniger, aber ich zeige euch nichts, was ich nicht auch selber nutze. Ähnlich wie diese Mappe hier benutze ich auch diese hier. Die ist sogar etwas kleiner noch, wenn ihr das sehen könnt. Etwas schmaler und nicht ganz so hoch, aber für zwei Uhren gemacht. Echt wirklich clever gemacht. Man nimmt die Uhr, packt sie hier rein und kann, wenn man das möchte, auch noch das Band oben fixieren. Die zweite Uhr rein. Ich packe eine zweite Uhr rein, um es euch zu zeigen. Damit wird das Paket dann relativ dick. Aber, wie gesagt, nur um zum Uhrmacher zu gehen, reicht mir das völlig. Auf diese Weise habe ich die Uhren zumindest vor unmittelbaren Kratzern und Schlägen geschützt und kann sie zu einem Treffen, zum Uhrmacher, zur Revision, wohin auch immer mitnehmen. Wirklich klein, passt in jede Innentasche einer Jacke. Keine Ahnung, wo ich das her habe. Ich glaube, ich habe es mal gebraucht, im Uhrforum gekauft. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Es gibt aber ähnliche Mappen von Mais Berlin. Allerdings sind die richtig teuer. Kosten, wenn ich es richtig im Kopf habe, um die 150 Euro. Also da muss man schon tief in die Tasche greifen. Hierfür habe ich 15 oder 20 Euro bezahlt. Wer eine Mutter hat, die nähen kann oder es vielleicht sogar selber kann, sich mit ein bisschen Leder auskennt, kann sich sowas auch selber machen. Also ihr seht, es ist eine einfache rechteckige Ledergrundplatte, oben die beiden Viertelkreise, unten zwei Taschen drauf, eine Strippe dran genäht und fertig ist die Laube. Also es ist, glaube ich, nicht so irrsinnig aufwendig zu machen, kann man ja aus Stoff machen, muss kein Leder sein. Finde ich eine der praktischsten Varianten, die ich habe, gerade auch, weil sie so klein ist. Echt schön, gefällt mir gut und hat auch schon viele Freunde und Interessenten gefunden, wenn ich sie mal dabei hatte. Das nächste, was ich euch zeigen möchte, ist eine Transportmappe von Clemens Hellberg von H2O Watches. H2O macht nicht nur Uhren, sondern auch schöne Transportmappen hier aus echtem Leder. Ihr könnt das sehen. Platz für zwei große und eine kleinere Uhr. Wobei kleinere Uhr heißt hier wirklich kleinere Uhr. Die Vampir Iron Walker würde knapp reinpassen. Ich denke, es ist vorrangig für Bänder gedacht und weniger für Uhren, aber zwei große Uhren passen hier gut rein und das heißt wirklich die U1 völlig problemlos. Zudem gibt es noch drei Steckplätze für Werkzeug und das Ganze dann schön überlappt, dass nichts rausfällt. Und hier ist nochmal eine kleine Tasche für Federstege oder vielleicht ein entnommenes Bandglied oder was auch immer. Klasse gemacht, faltet sich schön zusammen mit drei Druckknöpfen, wie ihr sehen könnt. Machen wir den dritten auch zu. Schön, allerdings relativ groß, wenn ich das vergleiche. Hier habe ich zwei Uhren, Band und Werkzeug. Wenn ich das mit der Tasche von Sinn vergleiche, dann ist die Sinntasche sowohl etwas schmaler, etwas weniger hoch. Dafür ist sie deutlich weicher. Die Mappe von Hellberg hat etwas mehr Stabilität und wirkt auch etwas dicker in der Gesamterscheinung. Das ist auch eine, die ich relativ häufig nehme, einfach weil sie mir insgesamt gut gefällt
und durch die drei Druckknöpfe einen sehr schnellen Zugriff erlaubt. Ganz selten, aber doch hin und wieder benutze ich dieses Teil. Ich benutze es relativ selten, weil es für das, was es bietet, mir eigentlich zu groß und zu sperrig ist. Dafür werden die Uhren darin extrem sicher transportiert. Man hat hier zwei Fächer, wo die Uhren reingelegt werden können. Und zwar völlig egal, ob Metallband oder Lederband. Dadurch, dass der Kopf ausgerundet ist, liegen die Uhren in jedem Fall sicher drin und werden auch entsprechend gut verbaut. Man hat hier einen kleinen, könnt ihr das sehen? Hier gibt es so einen kleinen Auszugstopp. Das heißt, wenn man das Fach ganz rausziehen will, muss man das etwas versetzt einfügen. Was habe ich jetzt gemacht? Den Schnipsel muss ich noch reinpacken. Also ihr seht, das ist was, wo ich ein bisschen mit auf Kriegsfuß stehe. Die Uhren sind extrem sicher verbaut. Das Ding ist hart. Die Seiten sind stabil. Wirklich gut. Aber insgesamt finde ich persönlich, ist das etwas zu viel. Ich habe es lieber, wenn es ein bisschen schneller im Zugriff ist und nicht so kompliziert. Alles in allem aber eine Box, die gut funktioniert und bei der man die Uhr im Koffer garantiert sicher verstaut hat. Jetzt hatte ich euch versprochen, ich zeige euch noch eine Variante, die völlig umsonst ist, die jeder zu Hause im Schrank hat. Also ich vermute mal, dass sie jeder im Schrank hat und die für mich ebenfalls sehr gut funktioniert. Und zwar hat das mit Socken zu tun. Das hier sind Sportsocken. Normalerweise verstaue ich meine Socken immer so, dass ich sie zusammenfalte. Und wenn ich jetzt beim Zusammenfalten noch eine Uhr drauf klemme und ihr seht, hier kommt auch wieder die Wempe Iron Walker dazu, weil ich etwas zwischen der Uhr habe, was verhindert, dass das Band zu stark komprimiert wird. Bei den anderen Sachen, die ich euch gezeigt habe, mit einer Ausnahme, ist dieses Band ja nicht ideal gewesen. Und wenn ich das Ganze jetzt einrolle und dann das einfach überschlage, ist die Uhr gut verstaut und kann in den Koffer. Was ich allerdings mache, wenn ich das auf diese Art und Weise mache, ich packe diese Uhrensockenpakete nochmal separat in eine Plastiktüte, damit beim Ausräumen dieses Paket nicht unabsichtlich auf den Boden fällt oder aber sonst irgendwie nicht sachgemäß behandelt wird. Das ist die eine Variante, aber nur für eine Uhr. Ich zeige euch jetzt noch eine zweite Variante, denn ich hatte euch ja zwei Varianten versprochen. Dafür muss ich mal kurz hinter mich greifen. So, ich habe jetzt hier ein Reisehandtuch, das ist ein Ultraleichthandtuch, geht aber auch mit jedem Küchenhandtuch, also ihr müsst jetzt nicht dafür extra ein solches Ultraleichthandtuch kaufen. Ich nehme es einfach immer, weil ich es bei mir griffbereit habe. So. Was ich jetzt mache, ist folgendes. Ich gucke mal, ob ich ein bisschen rauszoomen kann. Mal gucken, wie weit wir hier rausgezoomt kommen. Okay, ich habe das Handtuch jetzt halbiert. Viertle es nochmal. Und habe jetzt hier die Möglichkeit, Uhren aufzuziehen, wobei es natürlich sinnvoll ist, Uhren mit geschlossenem Stahlband zuerst aufzuziehen, dann die Lederarmbänder und dann gegebenenfalls auch noch das Canvasband. So, was ich jetzt mache ist, ich drehe eine Uhr
rum, damit ich die Uhren nicht gegeneinander schlagen habe. Packe das Handtuch drum und nochmal drum. Jetzt sind die Uhren schon relativ gut eingepackt. Und damit wirklich überhaupt nichts passiert, kommt auch hier wieder meine Sportsocke zum Einsatz. Das ganze Paket in eine Socke rein. Und da passiert überhaupt nichts mit. Und wenn es nicht reicht, dann mache ich noch die Socke von der anderen Seite drauf. Und meine Gratis-Uhrenrolle für die Reise und den Koffer ist fertig. Absolut gut verpackt, kommt nichts dran. Und auch das Ding würde ich entweder mit einem farbigen Band versehen oder aber in eine Plastiktüte packen, damit sie beim Auspacken nicht runterfällt. Das ist aber wirklich reiner Transport. Das ist nicht dafür geeignet, mal schnell eine Uhr rauszunehmen. Wenn man dann am Urlaubsort ist, dann gehören die Uhren in den Tresor oder irgendwo anders hin, weil das wäre vor Ort definitiv mir persönlich zu umständlich. Aber für einen längeren Flug, für Uhren im Koffer oder sonst was ist das klasse. Und ihr seht, durch das doppelte Eingeschlagene fällt die Uhr auch nicht raus, ist wirklich sicher verstaut. Da passiert überhaupt nichts mit. Auch hier könnt ihr das sehen, alles sicher drin und die Uhren absolut gut verstaut für die Reise, gut und günstig. Ja, das war soweit meine Ideen, meine Gedanken zum Verpacken von Uhren auf Reisen. Ja, jetzt habe ich meine Varianten gezeigt, wie ich Uhren auf Reisen transportiere. Ich benutze tatsächlich alles, was ich hier vorgestellt habe, mal auf längeren Reisen, mal auf kürzeren Reisen, mal wenn es schnell gehen muss, mal wenn ich nur zum Uhrmacher fahre. Alles das, was ich euch gezeigt habe, nutze ich tatsächlich. Wie sieht es bei euch aus? Wie macht ihr das? Habt ihr ein ähnliches Konzept? Und vor allen Dingen würde mich interessieren, wie gefiel euch mein kostenloser Tipp? Bis dahin, bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Axel.